Hallo, Jungfrau, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Jungfrau. Bevor ich das verpasse oder vergesse, also es gibt zwei Sternzeichen, wo die Herrscherin gekommen ist für kommende Woche. Und das ist Sternzeichen Krebs und Sternzeichen Skorpion. Ja. Ich möchte es dir halt nur gesagt haben, weil es gibt vielleicht doch eine Synchronisierung hier zwischen manchen Sternzeichen. Zumindest ein Gefühl bei mir gerade, ja. Genau. Hinter dem Deck, ja, tatsächlich. Also, fünfte Schwerter. Die gleiche Energie hat gerade jetzt Sternzeichen Skorpion bekommen. Also, irgendwie hast du entweder mit Sternzeichen Skorpion eine Verbindung oder sonst hast du diesen Sternzeichen in deinen astrologischen Chart oder die Person, mit der du zu tun hast. Also, es gibt hier eine klare Synchronisierung mit Sternzeichen Skorpion, ja. Aber ich würde sogar sagen, vielleicht Krebs auch. Auf den Würfeln ist für dich Sternzeichen Löwe gekommen und die Nummer 7. Also Sternzeichen, die Nummer 5 der Schwerter, schaue bitte, was ich hier habe. 5 der Schwerter und die Karte der Magier. Wir reden hier tatsächlich über eine Kommunikation, aber ich würde sagen, eine dubiose Kommunikation. Das ist irgendeine dubiose Kommunikation hier. Es kann sogar eine Manipulation geben. Ja, denn eigentlich, wir reden hier über eine Person, die sehr gut reden kann, sehr gut überzeugen kann über eine bestimmte Situation. Ich sehe hier eine jüngere Energie. Du siehst ja Sternzeichen Jungfrau wie du, Sternzeichen Zwilling. Feuerelement zeigt sich nämlich auch und ich denke, wir reden über eine Person, die sehr gut reden kann, manipulieren und beeinflussen kann. Und ich würde sogar sagen, eine Energie, ich weiß nicht, wer diese Person jetzt ist für dich, weil in manchen Fällen rede ich sogar über ein Kind von dir. Ja, tatsächlich. Also in manchen Fällen ist das hier ein Kind von dir. Ein Kind von dir, einen Geschwister, du weißt ja, oder einen sogenannten Freund, Freundin oder ja, Wunschpartner auch. Also es kommt darauf an, weil diese Person hier, Jungfrau, kann für dich eine andere Person sein als für mich. Ja, so musst du es dir vorstellen. Das ist der Grund, warum ich das so genau jetzt unterscheide. Ja, es kann auch Altersunterschied hier geben mit dieser Person, dass du Altersunterschied mit dieser Person hast. Was diese Person von dir jetzt möchte, weiß ich nicht so genau, aber diese Person möchte irgendwie dich beeinflussen. Ja, ich sehe hier Sternzeichen Krebs tatsächlich, zeigt sich hier mit der Karte der Wagen Krebs. Aber ich spüre Fische nämlich auch. Ich spüre hier eine Person, die irgendwie, tja, momentan ist die Energie, die ich hier spüre. Und Jungfrau, nicht nur bei dir. Also, nicht nur bei dir. Schaue bitte, was ich hier habe. Also die Herrscherin, 8. Schwerter und 6. Münzen. Jungfrau, also für mich jetzt so auf der Schnelle, den ersten Eindruck, was ich hier bekomme, ist von einer Person, die in einer Beziehung ist. Eine Person ist hier in einer Beziehung. Und in manchen Fällen, du bekommst immer ab und zu mal ein bisschen von dieser Person. Also so ungefähr, du bekommst den Rest von dieser Person. Man ist hier einen Bettler. Ja, ich bin einen Bettler, weil ich
von dir immer ab und zu mal ein bisschen bekomme, denn du kannst ja nicht hundertprozentig bei mir sein, mit deiner Energie nicht, mit deiner Zeit nicht, mit deinem Geld nicht, weil du in einer Beziehung bist. Die Leben kann sich ja spiegeln für die Crosswatchers. Dass diese Energie sich hier stark zeigt, ja, das ist tatsächlich so. Ist eine Energie, die sich zeigt. Es kann auch möglich sein, dass ich hier mit einem Altersunterschied habe. Zum Beispiel, ich bin 50 und die Person, die ich hier habe, ist 30. Aber ist in einer Beziehung, hat kleinere Kinder sogar. Meine Kinder sind schon bereits groß, aber die Kinder von dieser Person sind noch klein. Diese Person hat noch sehr viel Verantwortung in seine familiäre Situation, weil obwohl diese Person vielleicht mit dieser Frau oder Mann nicht mehr zusammenbleiben möchte, ist aber immer noch in diese familiäre Situation drin, steckt noch in dieser Situation. Die Person sagt ihr, möchte sich scheiden lassen oder ist dabei oder was auch immer. Aber die Tatsache ist, dass diese Person noch in einer klaren familiären Situation sich befindet und sehr kompliziert ist. Denn du wirst immer nur den Rest bekommen. Du hast praktisch, obwohl du die Herrscherin bist, du hast praktisch mit seinem Karma zu tun. Obwohl du schon viel weiter bist und diese Person diesen Weg, den du hinter dir hast, noch erstmal hinter sich bringen musst, ja. Für mich ist das extrem wichtig, denn diese Person wird natürlich diesen Weg schon peu à peu machen, aber diese Person wird dann diesen Weg machen, so oder so, sicher. Aber diese Person verzoge dich in deinem Weg, verzoge dich, weil du bist schon viel weiter. Eigentlich musst du dich weiterentwickeln. Es wird aber nicht geschehen, weil du durch diese Person, die 20 Jahre, 15 Jahre von mir aus jünger ist als du, dich in deinem Weg verzögert. Augenblick bitte. Qué fuerte me parece esto. Qué fuerte, ¿sabes, tía? Qué fuerte me parece esto. Es gibt es ja nicht, Jungfrau. Diese Energie ist eine starke Energie, was ich hier habe, sage ich dir aber ganz ehrlich. Sternzeichen Fische zeigt sich bei dir nämlich auch, ja. Sternzeichen Fische, Skorpion, Krebs. Also du hast hier Wasserelement sehr stark zu spüren. Nicht nur, aber. Ja, Wasserelement, aber nicht nur. Also auf jeden Fall Krebs, Skorpion, Fische. Aber dann sehr stark Zwilling und Jungfrau wie du. Stier, Löwe, Waage. Ja. Also, Jungfrau, schaue dir bitte das hier jetzt an. Das ist die Karte, die Liebenden. Die Karte, die Liebenden, aber auf dem Kopf. Normalerweise die Karte, die Liebenden, sieht ja so aus. Aber diese Karte, und du siehst, dass meine Karten alle gerade immer rauskommen, meine Karten sind eigentlich immer gerade. Ja, ich tue nicht ein paar Karten auf den Kopf oder so. Nee, eigentlich meine Karten sind immer gerade. Wenn eine Karte aber auf den Kopf kommt, ist für mich wichtig. Und das ist mit der Karte die Liebenden geschehen jetzt. Das ist einen wichtigen großen Arkana. Sternzeichen Zwilling. Aber Jungfrau, es gibt hier eine klare Lüge. Es ist hier eine Lüge. Das könnte sogar einen falschen Zwillingsflamme sein. Eine Person, die dir sagt tatsächlich oder die dich überzeugen möchte, von wegen, du bist meine Zwillingsflamme, meine Seelenpartner, wir haben so eine starke Seelenverbindung und solchen Quatsch, ja? Und davon, von dem Ganzen ist keine Wahrheit dran.
keine Wahrheit. Du denkst tatsächlich, dass diese Person, und ich sage nochmals, die Legung kann sich ja spiegeln. Du denkst tatsächlich, dass diese Person früher oder später für dich eine Entscheidung treffen wird. Und das wird nicht geschehen. Diese Person, zumindest die Gruppe von Sternzeichen Jungfrau, die ich hier habe, die über diese Person jetzt gerade spricht, diese Person wird nie eine Entscheidung für dich treffen. Weißt du, wie diese Person über dich spricht, wenn diese Person sich mit seinen Kumpeln oder Kollegen irgendwie sammelt? Ah ja, ich habe eine neue kennengelernt. Ich habe eine neue kennengelernt, ich habe mit der sehr viel Spaß. Die Kollegen fragen, ja, und wirst du dich scheiden lassen oder was machst du jetzt? Nee, nee, in Gottes Willen, ich lasse mich ja nicht scheiden. Ich habe nur Spaß. Meine Frau ist für mich extrem wichtig. Das ist das Wichtigste, was ich habe, meine Familie, meine Kinder. Aber ab und zu mal zum Spaß haben, ist die natürlich gut. Du hast hier, schaue bitte, Jungfrau, nicht persönlich nehmen, ja, denn die Legung hat weder Vor- oder Nachname, gar nichts. Also ich kenne dich ja auch nicht, ja, von da aus nicht persönlich nehmen. Sollte es aber mit dir in Resonanz kommen, gerade was ich dir gesagt habe, dann mach dir deine Gedanken. Und wenn du hier Crosswatcher bist und nicht Sternzeichen Jungfrau bist, und du dich angesprochen gefühlt hast, nimm das nicht persönlich, denn ich kenne dich ja nicht. Aber mach dir ein bisschen ein paar Gedanken. Schaue bitte. Die Karte der Mond, die Karte der Liebenden auf dem Kopf und die Karte der Hierophant. Wir haben hier große Unterschiede zwischen zwei Personen, die nicht nur mit der Religion zu tun hat, mit der Erziehung, Altersunterschied, vielleicht kulturell, Nationalität oder wie auch immer. Aber ich spüre tatsächlich hier eine Person, die verheiratet ist, in einer Beziehung ist und gar nicht vorhat, sich scheiden zu lassen. Ob wir es glauben wollen oder nicht. Das wird nicht geschehen. Ja, du hast gar keine Ahnung, das ist doch mein Zwillingsflamme und so weiter. Das wird nicht geschehen. Diese Person lässt sich hier nicht scheiden. Und wenn ich dir ehrlich bin, mir ist ein bisschen schlechter. Schaue bitte hier. Fünfte der Kelchen, die Karte der die Kraft und neunte Münzen. Ich spüre hier aber auch eine Person, die eine gewisse Aggressivität vielleicht in sich haben kann. Also ich sage aber nicht, dass diese Person jetzt aggressiv ist, dich was antun will. Und nein, 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 nein. Aber irgendetwas ist an dieser Person dran, was dich irgendwie, wie soll ich sagen, diese Person spiegelt sich mit dir in irgendeiner Situation. Es gibt einen Spiegel hier. Diese Person zeigt dir etwas, was du mit dir selbst auch daran arbeiten musstest. Es gibt etwas hier. Ich spüre eine Person mit extrem viel Ego, das muss ich dir wirklich sagen, also extrem viel Ego. Viel Stolz. Viel Ego. Wenn ich Ego sage, ich rede über eine bestimmte Erziehung, die diese Person hinter sich hat, die seinen Charakter sehr geprägt hat. Es kann mit einer Religion zu tun haben oder mit manchen Verhaltensmuster, Glaubensmuster, die diese Person durch die Familie, durch die vorherigen Generationen hat.
Ist das schlecht? Nein, ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich sage nur, dass diesen Verhaltensmuster oder Glaubensmuster meine Realität schlecht beeinflussen kann. Für mich ein Hindernis in meinem Leben ist. Wenn ich durch diesen ganzen Glaubensmustern, die durch meine Generationen kommen, wenn ich mit diesem Gedanken das Leben führe, das ist für mich ein Hindernis in meinem Leben. Und das ist, was ich hier spüre. Diese Person, die ich hier habe, wird sich nie scheiden lassen. Nie. Mit so einer Energie nicht. Aber diese Person sagt dir tatsächlich, ich werde mich scheiden lassen. Diese Person sagt es dir schon, aber das wird nicht geschehen. Das wird nicht geschehen. Außer die Frau von ihm oder der Mann von ihr, das hier erfährt und sagt, ich möchte mich scheiden lassen. Weil manchmal ist das so, dass beide Menschen gleich sind. Wenn die Frau von ihm das hier erfährt, es kann sogar möglich sein, dass der Mann ihn, sie, so wie mit dir, beeinflussen lässt. Also diese Person, die ich hier habe, die dich immer wieder am Ohr alles sagen möchte, also alles sagt, was du hören möchtest. Diese Person, die dich so gut manipulieren kann, dass du alles glaubst, was diese Person sagt. Diese Person macht das Gleiche mit dem anderen, mit der anderen Person, mit dem Partner oder Partnerin. Also das heißt, das, was diese Person mit dir macht, macht genauso mit der anderen Person. Von da aus, die andere Person, sollte diese andere Person das hier erfahren oder ans Licht kommen, diese Person wird sich auch nicht scheiden lassen. Eine Person hier ist natürlich von seinem Schicksal, fühlt sich wie gefangen. Also, wenn ich in eine familiäre Situation bin, ich habe Frau, Kinder, Haus und so weiter und so fort. Ich bin durch meine Situation fühle ich mich wie gefangen. Ich kann mich nicht befreien. Ich kann mich ja nicht befreien. Aber währenddessen kann ich mit dir ein bisschen Spaß haben. Keine gute Energie. Momentan nicht nur bei dir. Kannst du es mir glauben? Also, das Gericht auf dem Kopf. Ja, das Gericht auf dem Kopf. Es gibt eine karmische Situation hier. Und das Gericht auf dem Kopf ist tatsächlich eine Person, die überhaupt gar keine Klarheit haben möchte. Aber eigentlich eine Person, die überhaupt gar keine Klarheit hat. Und eine Person, die noch am Schlafen ist. Es gibt eine Person hier, die noch schläft, noch nicht wach ist. Sogar, ich sehe hier eine Schwangerschaft. In manchen Fällen ist diese Herrscherin hier jetzt schwanger. Es würde mich gar nicht wundern, dass diese Herrscherin jetzt auch noch dazu schwanger ist. Also eine Person fühlt sich hier wie gefangen durch die familiäre Situation. Ja, würde sich am liebsten vielleicht befreien, geht es aber nicht. Und noch dazu kommt eine Schwangerschaft. Sternzeichen Schütze, Sternzeichen Löwe, sehr stark bei dir. Sternzeichen Fische, Stier. Krebs, Löwe, habe ich dir gesagt, oder? Ja, Skorpion und Zwilling. 6 und 9, ich meine jetzt, Jungfrau, wenn du allein bist, allein bleibst. Sehr logisch. Also, wenn du bis jetzt allein warst, wirst du auch weiterhin allein bleiben, zumindest noch eine Weile. Also, wir haben gerade bis zum Ende April mit dem rückläufigen Merkur zu tun. Ich empfehle überhaupt in gar keine Beziehung anfangen, keine neue Beziehung anfangen, keine alte Beziehung anfangen. Also, bleib für dich allein, Jungfrau, und damit hast du dich gerettet, sage ich dir aber auch. Ja, also momentan ist nicht die Zeit, wo man sagt, ich fange jetzt eine neue Beziehung an oder ich gehe wieder zurück zu einem Ex oder einem Wund. Nee, das ist nicht die Zeit. Ja, es wird nicht klappen, es wird nicht gehen. Ich denke, du bleibst für dich allein. Das ist, was ich denke.
Denn diese Person, die ich hier habe, kommt nur mit Lügen und ja, tatsächlich mit Lügen. Nee, nee. Glaube hier gar kein Wort. Schau mal, die Karten, die von mir für dich gekommen sind, ist, du bist Schaf. Ja, möglicherweise bist du das auch, Jungfrau. Die rote Fahne, also das ist meine rote Fahne. Die rote Fahne will uns immer warnen. Es gibt eine Warnung hier. Sei vorsichtig, sagt uns diese Karte. Und dann zwei Menschen am Computer. Du kannst mit dieser Person von mir aus zusammenarbeiten oder vielleicht kommunizierst du dich über Internet, irgendwie so eine Situation. Schaue, dann kam diese Karte. Hier gibt es so einen Darmspiegelung. Für eine Gruppe von Sternzeichen Jungfrau kann ich hier schon eine Situation, was mit Arzttermine zu tun hat. Das ist eine Darmspiegelung oder Magenspiegelung, sagt man. Also, du verstehst schon, was ich meine, oder? Aber ich denke ja, also Darmspiegelung. Auf jeden Fall, für eine Gruppe ist die Karte gekommen. Und dann nochmals die Karte der Mond. Die Karte der Mond. Die Karte der Mond zeigt sich bei dir auf das. Und ich denke, die Karte der Mond zeigt sich bei dir dreimal. Schaue hier, Jungfrau. Die Karte der Mond zeigt sich bei dir dreimal. Die Karte der Mond ist eine komplizierte Energie, einen komplizierten großen Arkana. Denn ist eine sehr emotionelle Energie. Du siehst, hat auch mit dem Mond zu tun. Sternzeichen Fische oder Krebs. Aber ist eine Karte, die dubios ist, eine dubiose Energie. Weil wir können hier auch über Lügen reden. Oder Geheimnisse, die ans Licht kommen. Situationen, die nicht deutlich waren, die jetzt deutlicher werden. Denn am Ende, der Mond bleibt ja nicht immer so. Also das ist eine momentane Zeit, ja. Es ändert sich, der Mond verändert sich. Von da aus, die Licht und Klarheit kommt hier in diese Situation schon. Wenn wir jetzt hier über Geheimnisse reden, über Lügen, das alles kommt ans Licht. Sternzeichen Wassermann hatte irgend so eine Energie von Geheimnisse auch gehabt. Ja, vielleicht gibt es hier eine Verbindung. Ich sage nur halt manchmal, weil es manchmal, wenn das so ist, dass die Verbindung für dich da ist, es kommt noch mehr Bestätigungen durch anderen Videos, ja, wegen dieser Bestätigung. Aber ich spüre hier eine Schwangerschaft. Das kannst du mir glauben. Ich spüre hier eine Schwangerschaft und in manchen Fällen eine nicht erwünschte Schwangerschaft. Warum sage ich nicht erwünschte? Weil ja, ich sehe hier eine Dreierbeziehung. Also das heißt, wenn ich jetzt verheiratet bin, aber mit einer anderen neuen Person in meinem Leben, eine andere neue Person ist, eigentlich habe ich irgendwie vor, ja, mit meinem Mann will ich nicht mehr sein. Plötzlich bin ich jetzt schwanger. Ist das nicht, es ist aber nicht erwünscht. Ich bin aber schwanger. Ja, in manchen Fällen weiß es nicht mehr, von wem das ist, ne? Also. So wie es aussieht hier, Jungfrau, in manchen Fällen würde ich das wirklich nicht mehr wissen, von wem diese Schwangerschaft ist. Ja? Ich muss dir tatsächlich sagen, sehr extrem Wasserelement bei dir. Ja? Ich habe auch die Königin der Kelchen hier. Königin der Kelchen plus die Karte, die Kraft. Es gibt schon eine starke Anziehung zu einer Person hier. Einer Person, die eigentlich allein ist, sich wohlfühlt. Ja, also sehr viel Stabilität zeigt hier. Aber Jungfrau, ich weiß nicht, was das hier ist. Du bekommst ja wahrscheinlich eine Kommunikation. Ich denke schon, dass du Kommunikation bekommen wirst. Aber wenn ich dir ehrlich bin, von dieser Kommunikation, kannst du vielleicht. Hallo, wie geht's dir? Guten Tag, glauben. Also ich glaube, von diesen ganzen Worten, was diese Person von sich rauslassen wird, kannst du nicht alles glauben. Du kannst wirklich nicht alles glauben.
Und das Schlimmste dabei ist, dass diese Person so intelligent sein kann, dass du es wirklich glaubst. Du kannst schon diese Argumente von dieser Person, kannst du es wirklich glauben, weil diese Person ist sehr intelligent. Mit der Kommunikation ist sehr gut. Sehr gut reden kann, sehr gut sich äußern kann. Aber vorsichtig mit dieser Energie. Vorsichtig. Denn diese Person ist tatsächlich, tja, heiß auf dich. Das kann ich dir aber auch sagen. Und das ist die Sache, das ist die rote Fahne. Ja, also vorsichtig. Jungfrau, von Maria Magdalena kam für dich die Karte, habe Vertrauen. Und ich lese diese Karte für dich vor. Du wirst göttlich geführt. Vertraue deine Wahrnehmung. Du bist auf dem richtigen Weg. Tief in deinem Inneren liegt der Punkt des Vertrauens. Schließe deine Augen. Wo findest du den Punkt des Vertrauens in dir? Lasse ihn stärker, leuchtender und lichtvoller werden. Fühle, wie er sich mit jedem Atemzug ausdehnt, wie er größer wird. Erlaube der geistigen Kraft in dir, dass sie sich ausdehnt. Fühle, wie alle Ängste sich auflösen wie Papier im Feuer. Das Vertrauen in die geistige Kraft wird dich durch die Zeit der Vergänglichkeit, die Illusionen des Lebens in die Ewigkeit führen. Sie ist bereits in dir. Vertraue dem göttlichen Funken in dir. Vertraue deinen Wahrnehmungen, deinen lichtvollen und herzerwärmenden Eingebungen und gehe deinen Weg. Ich glaube und vertraue, die Kraft in mir führt mich sicher durch den Film des Lebens. Das würde ich auch sagen. Vertraue deine Wahrnehmung. Vertraue deine Wahrnehmung, Jungfrau. Ja, wie spürst du das hier? Weil die Energie zeigt sich so, wie ich dir das sage. Und dann hinter dem Deck kam die Karte die Lilie. Die Lilie, die Reinheit und Schönheit Gottes und Maria ist in dir. Ich denke, wir reden schon hier über eine sehr hübsche Person. Ja, also Jungfrau, ich möchte dir natürlich nicht jetzt schön am Ohr reden, weil da haben wir schon eine. Also hier gibt es schon eine, die dir schön am Ohr reden wird. Ich nicht, aber die Karte, die Lilien, ist für dich auch gekommen. Ich denke, wir haben hier wirklich mit sehr hübschen Menschen zu tun. Ich bin vom ganzem Herzen rein, strahlend und gesund. Das musst du immer wieder sagen. Also ich bin von ganzem Herzen rein, strahlend und gesund. Das ist wichtig. Ich spüre hier eine sehr impulsive Energie. Ja, diese impulsive Energie ist da. Aber, Jungfrau, in manchen Fällen, ich habe dir ja gesagt, dass möglich hier eine Kommunikation kommen kann. Denn die Energie zeigt sich schon. Also die Energie zeigt sich. Eine Person möchte kommunizieren. Denn du hast hier der Magier und in der Mitte die Liebenden. Beide Karten reden über Kommunikation. Überhaupt fünfte Schwerter und so weiter. Die Kommunikation sieht man hier. Was ich aber denke ist, das ist, was eine Person vorhat. Aber wundere dich nicht, dass diese Person es noch nicht macht. Wundere dich nicht. Warum? Weil ich denke, diese Person weiß, dass du eigentlich, du hast sehr viel Intuition. Diese Person, weil die Karte, die Intuition ist ja da. Also du hast dreimal die Karte der Mond. Du bist sehr intuitiv. Diese Person weiß das nämlich auch. Und diese Person tatsächlich würde sich gerne mit dir ein bisschen, nicht viel, ein bisschen mit dir
irgendwie Zeit jetzt bringen, aber klar, die Frage wäre hier, wie mache ich das jetzt, ja? Wie mache ich das? Weil diese Person ist sehr intuitiv. Diese Person ist sehr intuitiv. Diese Person weiß nämlich, dass wie meine Situation ist, wie es bei mir aussieht. Diese Person weiß das ganz genau. Wie mache ich das jetzt am besten? Tja. Sehr intelligent, die Person, habe ich dir ja auch gesagt. Diese Person ist sehr intelligent. Diese Person weiß ganz genau, was du bist. Nicht nur äußerlich, dass du auch sehr hübsch bist, sondern wie deine Intuition ist, dass du alles weißt. Es kommen diese Veränderungen. Diese Person wird irgendein Angebot, sehe ich hier, Jungfrau. Ich spüre hier ein Angebot von einer Person. Aber diese Person kommt ja mit einer Münze. Eine Münze, ne? Und schau mal bitte, wie viele Münzen du hast. Ich meine, okay, ich möchte jetzt hier nicht frech wirken, ja? Also, ja, ich möchte nicht unbedingt frech wirken, aber wenn ich dir ehrlich bin, diese Person kann dir nur ein bisschen anbieten. Bin ich jetzt zu oberflächlich oder materiell? Eigentlich nicht. Die Sache ist, das sagt mir schon viel von der Person selber. Weil klar kannst du mir nur ein bisschen von dir geben. Ich habe schon 9 Münzen. Ich bin ja auch selbst die Herrscherin. Ich brauche dich ja nicht. Und du kommst jetzt mit einer Münze, ja, und willst mir irgendwie damit überzeugen. Ich brauche es ja nicht. Ich brauche deine Münzen gar nicht. Ich brauche eine Person mit einfach einen Kompromiss, mit einem ernsten Kompromiss. Eine Person, die wirklich für mich genauso wie ich für ihn da ist. Punkt. Und wenn das nicht so ist, ist es kein Problem. Du brauchst nicht zu kommen. Ich brauche, wie gesagt, dich brauche ich nicht. Es gibt hier große Unterschiede, denn diese Person kann dir nicht geben, das, was du eigentlich verdienst, weil diese Person in einer Beziehung ist. Es ist deutlich. Es ist deutlich. Es ist deutlich. Deswegen sage ich dir, Jungfrau, du bist nicht nur hübsch, also du bist nicht nur hübsch, weil möglicherweise hast du dich sogar äußerlich verändert. Du siehst viel hübscher aus, als du vor einige Jahren jetzt warst. Also du hast dich total äußerlich verändert. Deine Haare, deinen Körper, du treibst mehr Sport, du siehst sehr gut aus, wirklich sehr gut aus, ja. Die Veränderung bei dir sehen natürlich auch die anderen und die wollen natürlich jetzt, ja, aber du brauchst ja niemand, Jungfrau. Und was ich hier habe, ist eine 9. Münze. Und was ich denke, ist, dass du für dich weiterhin bleibst. Dir geht es gut. Finanziell, es wird besser. Also finanziell wird es dir besser gehen noch. Ja? Finanziell wird es dir besser gehen. Jungfrau, vorsichtig, wo du dein Geld ausgibst. Ich würde nicht irgendwo überhaupt mit manchen Menschen meine Zeit, meine Energie und sogar mein Geld, ja, würde ich nicht machen. Ja, in manchen Fällen will eine Person von dir auch nur Geld. Ja? Jungfrau, und für eine Gruppe ist das deine eigene Mutter. Dass wir hier eine Mutter haben, eine Mutter, für eine Gruppe könnte auch den Fall sein, dass eine Person hier sogar von dir Geld möchte oder. Jemand vermisst dich, aber eine Person ist hier in einer familiären Situation. Und ich denke, wir reden für dich über die Selbstliebe, Jungfrau. Und wenn ich dir ehrlich bin, der Mond zeigt sich oft das bei dir. In manchen Fällen, wie gesagt, habe ich hier mit Liebhabern zu tun. Oder sonst, du hast dich mit dieser Person mal, sage ich jetzt einfach nur mal getroffen und mit der Person was gehabt.
Denn ich könnte hier über dieses Passion, leidenschaftlich jetzt reden, aber die Person, du kannst es mir glauben, wenn ich dir sage, dass diese Person sich für dich nicht entscheiden wird. Und wenn ich dir das sage, ja, kannst du es mir glauben. Die Legung kann sich ja spiegeln für die Crosswatchers. Sternzeichen Stier ist hier sehr stark zu spüren bei dir, Jungfrau. Altersunterschied habe ich dir ja auch gesagt, oder? Ich habe über verschiedene große Unterschiede hier zwischen zwei Personen, ja. Und ich denke, Altersunterschied ist hier sehr stark zu spüren. Ist eine Schwangerschaft. Vorsichtig, dass du nicht schwanger wirst hier. In dem Fall, wenn es für dich möglich wäre, vorsichtig. Ja, also Jungfrau, ich bin weiterhin am Nachdenken. Schaue hinter dem Deck, schaue, was hinter dem Deck kam. Das Wort blind. Aber diese Karte kam nämlich auch bei Sternzeichen Wassermann. Und warte mal kurz, Wassermann und es gab noch einen Sternzeichen. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Das Wort blind und Liebe ist die beste Medizin. Liebe ist die beste Medizin und überhaupt die Selbstliebe. Ne? Die Selbstliebe ist die beste Medizin. Denn blind brauchen wir ja nicht zu sein, ja. Nochmals, diese Energie, die Selbstliebe, ja, also ich denke, hier reden wir über die Selbstliebe. Die Selbstliebe ist die beste Medizin, natürlich. Nach dieser Selbstliebe, dann kommt, ja, dann kann ich ja sagen, kann ja die Liebe auch kommen, ja, kann die Liebe mit von einer Person. Aber vorerst bin ich meine Selbstliebe, bin ich in meine Selbstliebe. Ob du Mann oder Frau bist, ist egal. Ja. Ich bin in meiner Selbstliebe. Ich fokussiere mich um mich. Ja. Ich denke schon, weil es kommt jetzt auf die Energie drauf an. Über welche Person haben wir hier zu tun? Und so wie es sich die Energie zeigt, ist keine Energie, die wir vertrauen können. Von da aus, wenn in meinem Leben eine Person kommt, die ich nicht vertrauen kann, lieber bin ich allein, natürlich. Ich bin lieber in meiner Selbstliebe. Du bist sehr selbstständig, Jungfrau. Du bist selbstständig. Du brauchst, wie gesagt, niemand. Du bist äußerlich wie innerlich eine sehr hübsche Person. Egal, ob du Mann oder Frau bist. Von da aus, das ist dir schon bewusst, dass das so ist, ja. Du brauchst keinen Bettler zu werden. Du brauchst keinen bisschen zu bekommen. Eine Person, die dir ein bisschen geben möchte. Ja, du hast hier ein bisschen. Wozu? Ich brauche dein bisschen gar nicht. Ich habe doch alles, was ich brauche. Ja? Ich möchte kein bisschen. Du gibst mir entweder alles oder gar nichts. Ja? Ich möchte von dir 100% von deiner Zeit haben. Ja? Genauso wie ich dir auch geben würde. Es ist ja klar, dass wir nicht den ganzen Tag zusammenbleiben würden. Jeder hat seine Sachen und so weiter. Aber man versteht schon, was ich hier meine. Ich möchte nicht teilen. Ich möchte nicht, dass du zu mir kommst. Und danach gehst du zu der anderen Person. Ja, das möchte ich nicht. Ich möchte in keine Dreierbeziehung sein. Ich möchte nicht deine Liebhaberin sein. Ich möchte nicht, nee, natürlich nicht. Weißt du? Also Jungfrau, das ist die Energie für kommende Woche. Ob diese Person sich traut, die Kommunikation zu machen oder nicht, das ist wieder eine andere Sache, weil diese Person, wie ich dir gesagt habe, weiß ganz genau, wie deine Intuition ist. Und diese Person muss jetzt sich eine Strategie jetzt suchen, wie und wo und was, weil diese Person weißt schon, dass du alles weißt, dass du fast eine Hexe hier bist. Ja? Von da aus, diese Person wird sich erstmal überlegen, welche Strategie, welche Argumente, was sage ich, damit ich dich besser überzeugen kann.
Und wenn du gerade in Resonanz kommst mit dieser Legung, dann weißt du schon, über welche Person wir reden und dass du die Person wirklich mit dieser Person rechnen kannst und dich vorbereiten kannst. Dass wenn diese Person dich versucht, dich zu überzeugen, dass du schon vorbereitet bist. Weil nochmals, du bist einer Person da, wo er dir ein bisschen von sich geben will. Ein bisschen, einen Bettler. In dem Fall, es gibt hier einen Bettler. Einen Bettler. Und wer ist hier der Bettler? Das wäre die Frage. Jungfrau, ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön und bis bald, ja? Tschüss.